Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Spoko. Und heute bin ich mal nicht am gewohnten Set, denn ich bin im Wald. Und wie bereits im letzten Video versprochen, gibt es heute Ninja Warrior. Das ist eine Show, die im letzten Jahr und fast jedes Jahr auf RTL stattfindet. Und da ich das ziemlich feiere und ich dachte, das wäre mal cool, das auszuprobieren, habe ich mir einen speziellen Gast eingeladen, der mit mir zusammen den Parcours hoffentlich ganz gut bezwingen wird. Bei Ninja Warrior geht es darum, dass verschiedene Kandidaten einen bestimmten Parcours in einer möglichst schnellen Zeit absolvieren. Wir haben als erstes Parcours-Teil ist hier eine Hangelleiter. Dann geht es diesen Weg hier entlang dort runter. Woraufhin es heißt, schnell und mit viel Speed die Wand hoch, dann über die roten Netze drüber und mit voller Kraft über die blauen. Dann ganz schnell runter hier über die Leiter, woraufhin man schon den ersten Teil des Parcours absolviert hat. Und dann kommt der schwierige Teil. Man muss sich wie ein Affe hier reinklammern, an den blauen Netzen entlang hangeln, noch einmal hier über das Gelbe abschlagen und den Buzzer drücken. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Ninja Warrior 2018 mit den beiden besten Athleten aus ganz Deutschland, Spoko aka Paul und Julia, the Secret Ninja, die jetzt hier auch zuerst in den Parcours geht. Am ersten Element der Hangelleiter. Und das Ganze gut, die hangelt da wie ein kleines Äffchen, die hat Speed drauf. Und vor allem kommt sie da auch gut durch. Und jetzt geht's weiter mit dem Sprint. Die kann laufen, das muss sie jetzt mal beweisen. Los, zieh die Beinchen an, Mädel. Komm. Und sie läuft aufs nächste Element zu, auf die Wand. Macht sie gut jetzt. Gib dein Bestes, komm, du willst doch deinen Bruder übertrumpfen. Beeil dich. Macht sie gut. An der Wand hoch. Die hat Griffkraft. Die kann das. Die hat Gleichgewicht. Das ist auch wichtig für den gesamten Parcours, der jetzt noch kommt. Jetzt muss sie hier mit Speed drüber. Aber, oh, sie strauchelt. Und das ist gefährlich. Das kostet sie viel, viel Zeit. Und die kann nachher wichtig sein, denn beide sind ungefähr gleich fit. Jetzt wieder. Julia, gut gemacht. Kommt da gut rüber. Da sieht man, die hat ein super Gleichgewichtsorgan. Jetzt übers blaue Netz. Schafft sie das? Hangelt sich da hoch. Macht sie gut. Stark gemacht. Sehr, sehr souverän bisher. Ein bisschen mehr Tempo wäre nicht verkehrt. Bisher geht sie es relativ ruhig an. Das ist einerseits nicht falsch, aber wenn man auf die Dauer zu langsam ist, dann verliert man nachher. Jetzt muss sie hier rüber. Bloß nicht straucheln. Die Leiter, die wird oft von Athleten unterschätzt. Denn da kann man sehr, sehr, sehr leicht straucheln. Macht sie es auch? Nein, sie hält sich gut. Sehr gut gemacht. Super! Super, dieser Muskelwerk. Also wirklich, ich habe selten so einen muskelbepackten Körper gesehen, der so gut durch einen Geschicklichkeitsparcours hindurchkommt. Und das ist eine gute Zeit. Das läuft auf 2 Minuten heraus. Schafft sie es? Auf 2 Minuten? Ja, ja, ja! Genau 2 Minuten! Und da kommt der Mini-Depp. Und ihr Bruder geht sofort in den Parcours. Spoko jetzt. Macht er. Kann er es besser machen als seine Schwester. Der kann hangeln, der ist natürlich ein Muskelpaket und ist ungefähr bisher gleich schnell wie seine Schwester. Und da kommt er jetzt nicht gut durch. Klar, der ist auch ein Riese. Da ist es schwierig, durch solche kleinen Löcher durchzuschlüpfen. Und jetzt muss er laufen. Komm, gib dein Bestes und lauf nicht wie eine Oma mit Krückstock. Sprinte, ja, genau so. Und auf geht's zur Wand. Jetzt muss er Tempo machen. Jetzt muss er Tempo machen. Bisher ist seine Schwester schneller. Und er will doch auch den großen Preis von 100.000 Cent abstauben. Spoko kommt an der Wand hoch. Geschicklichkeit ist normalerweise nicht sein Ding. Der hat ein Geschicklichkeitsvermögen wie eine Kuh beim Eierlaufen. Wieder Spoko. Hangelt sich da entlang. Gleichgewicht bisher auch nicht so gut. Aber er hat einen sicheren Tritt. Kommt da vorbei. Hat er bewiesen, auch in den Vorrunden. Jetzt zum nächsten Element, zum blauen Netz. Da muss er rüberkommen. Schafft er auch. Gut gemacht. Wieder übergreifend aufs nächste Netz. Und gleich kommt die Leiter. Da hat der Secret Ninja gehadert. Da hat sie gehadert. Kann er es besser machen? Spoko. Ja, macht er gut. Hängt da so ein bisschen fest. Das ist nicht gut. Da sieht man wieder sein Gleichgewichtsorgan. Und jetzt, bitte rutsch ab, er rutscht ab. Aber der hält sich. Dieser Muskelberg hält sich. Klasse gemacht. Ganz klasse. Und wenn der jetzt alles gibt, dann ist der
in 1 oder 2 Sekunden vor seiner Schwester da und er wird es schaffen. Er wird es schaffen. Es sind noch 10 Sekunden. Und Spoko fährt den Sieg zwar knapp nach Hause. Und das war's, meine Damen und Herren. Mit Ninja Warrior 2018 und Spoko ist Ninja Warrior. Okay, das war's mit dem Parcours. Man unterschätzt ihn, obwohl es eigentlich nur ein Kinderspielplatz ist. Aber ich bin ganz schön fertig. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ich nochmal sowas machen will, soll, dann zeigt es mir mit einem Daumen hoch und abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Und nächste Woche kommt endlich mal wieder ein Fußballvideo, wo ich wieder als Sportkommentator aktiv sein werde. Also, freut euch auf nächste Woche. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.